Ich freue mich, in eurer Mitte zu sein. Es ist keine Floskel, sondern es ist immer schön, wenn die Heiligen sich treffen und sich über dem Wort Gottes beugen. Dann kann unser Herr Jesus durch seinen Heiligen Geist in unserer Mitte sein und kann uns begegnen. Es möge auch heute geschehen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man die Grundsätze des Evangeliums versteht. Und immer wieder muss man zurückgehen als Mensch und sehen, was Gott gewollt hat. Er wollte nie Religion, er wollte nie das, was man heute unter Kirchen versteht, sondern er wollte immer eine lebendige Beziehung zu ihm. Und wenn ein Mensch einsieht, dass er ein Sünder ist, und ich sage es einmal ganz ungeschützt, wenn ich nichts vom Evangelium wüsste und würde nur draußen sehen, was in dieser Welt sich abspielt, dann muss ich sagen, irgendwas ist mit den Menschen nicht in Ordnung. Der Sündenfall ist so schrecklich und man sieht es, wenn die Gesetzlosigkeit wie heute in der Endzeit immer schlimmer wird, was dann passiert. Wenn ein Mensch das einsieht, dass er zu dem gehört und dass er gerettet werden muss, dann geschieht etwas Wunderbares. Bei mir war das am Donnerstag, am 31.05.1974. Und es ist ganz wichtig, ich habe erkannt 4 Jahre lang, dass ich verdammt bin. Ich war frisch verheiratet. Da müsste man ja denken, dann bist du im 7. Himmel. War ich auch ein Stück, aber ein Stück war ich woanders. Jeden Abend, wenn ich ins Bett ging, bin ich eingeschlafen mit dem Wissen, wenn der Herr Jesus heute nachkommt, dann fährst du in die Hölle, habe ich gewusst. Ich habe das 4 Jahre ausgehalten, wie das ging, ist mir heute noch ein Rätsel. Und dann, ich war sogar Seelsorgehelfer einer Evangelisation und war nicht bekehrt. Ich war nicht gerettet. Ich habe zum Herrn Jesus geschrien, als Ungeretteter habe ich zu ihm geschrien, schicke mir niemand zur Seelsorge, ich bin ja nicht bekehrt. Er hat das Gebet erhört. Am anderen Morgen in der Bank bin ich völlig zerbrochen von Sündererkenntnis, bin in den Keller gegangen der Bank, in den Waschraum, habe mich auf die Knie geworfen. Ich bin dann auch wieder aufgestanden, weil da ist was ganz Seltsames passiert und habe zum Herrn Jesus geschrien. Ich habe gewusst zwischenzeitlich, dass ich mich selber nicht retten kann. Ich habe gewusst, dass meine guten Werke keine Rolle spielen, sondern dass ich dieses vollkommene Opfer, das er durch sein Blut gebracht hat, dass ich das annehmen muss für mich persönlich. Dann habe ich mich, nachdem ich wieder da war, habe ich mich an der Wand gehängt und habe aufgrund von Matthäus 7 zu ihm geschrien, dass er mich rettet. Und ich ging rauf und es ist geschehen. Ich habe die Erlösung einfach als Geschenk angenommen und derselbe Sekunde war bei mir innerlich was völlig anders. Meine Kollegen, nach kurzer Zeit war es eine Revolution auf der Bank, weil ich konnte plötzlich nicht mehr lügen, ich konnte nichts mehr tun, was nicht in Ordnung war, man hat es gemerkt. Und ich konnte sofort auf der Heimfahrt im Bus Zeugnis geben, es war gigantisch. Aber ich habe jahrelang als geretteter Gläubiger, und ich sage es nochmal ganz vorsichtig, wer das vollkommene Opfer Jesu nicht angenommen hat, der kann noch so fromm sein, der ist nicht gerettet. Ich brauche das Opfer Jesu, ich brauche die Erlösung Jesu Christi, ich brauche ihn. Und dann ist was passiert, im Laufe der Jahre habe ich plötzlich begriffen, was ist denn passiert? Und das hat mit unserem heutigen Thema zu tun. Was ist passiert? Ich habe dann 1. Korinther 12, 13 gelesen, wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich habe plötzlich begriffen, bei meiner Wiedergeburt, als ich der Jesus in mein Herz aufnahm, hat er mich in sein Leib hineingetauft. Jetzt gehöre ich zu einer anderen Welt, ich bin jetzt ein Fremdling auf dieser Erde. Und ich habe dann begriffen, dass die Bibel sagt, das steht in Römer 8, Vers 9 und 10, dass dann mein toter Geist, der tot ist in Sünde, plötzlich wieder lebendig war. Aber jetzt kommt das Problem. Die Bibel sagt, wir bestehen aus Geist, Seele und Leib. Und sie lehrt auch ganz klar, errettet, erlöst ist der Geist, wo der Herr Jesus eingezogen ist durch seinen Geist. Meine Seele ist der Kampfplatz. Und der Körper, der muss leider warten auf die Erlösung bis zur Auferstehung.
oder der Entrückung, wenn ich es erlebe. Wir haben ja Römer 6, 6 bis 11, wir haben einen Teil davon gehört. Und jetzt beginnt dieser Kampf. Die Bibel redet immer davon, dass der Gläubige einen Kampf hat zwischen Geist und Fleisch. Da ist immer noch dieses Menschliche da. Und Satan versucht alles, um den Gläubigen zum Abfall zu bringen, dann hat er ihn wieder. Oder er versucht, den Gläubigen auszuschalten, dass er Gott nicht dienen kann. Also wir müssen das nüchtern sehen. Es sind keine Spiegelfechtereien, sondern es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Und jetzt geht eigentlich, ich habe das erst im Laufe der Jahre durch viele Niederlagen, auch manchen Sieg erleben müssen, dass letztendlich ich lernen muss, wie ich diese vollkommene Erlösung, ich habe es lange nicht begriffen, dass bei der Wiedergeburt, als der Jesus in mich einzog und in meinem Geist Wohnung gemacht hat durch den Heiligen Geist, dass er ein Paket mitgebracht hat. Ich sage es nur mal als Stichpunkt da, das ist jetzt nicht auf dem Zettel, das Zettel kommt nachher. In meinem Geist ist seit der Zeit mein Platz im Leib Christi, 1. Korinther 12, 18. In meinem Geist ist Römer 12, 1 bis 3, das Maß meines Glaubens. In meinem Geist ist 1. Petrus 4, Vers 10, die Gnadegabe, die Gott mir gegeben hat, um ihm zu dienen. In meinem Geist ist laut 2. Korinther 10, 13 mein Platz im Leib Christi, wo ich Gott dienen soll. Aber, jetzt kommt natürlich was, als ich wieder geboren wurde, 1974, da war ich ein Baby. Ich habe meine Kinder sofort gesehen, mein Sohn hat eine hochkarätige Begabung für Technik. Ich habe gerade keine, also von daher große Gegensätze. Der hat schon als Kind Sachen zusammengebaut. Man hat gesehen, das ist da. Und so sieht man bei einem Gläubigen, wenn er wieder geboren wird, was Gott ihm für Anlage gegeben hat. Du siehst es, aber jetzt muss das wie bei einem Kind wachsen, muss größer werden. Und dann langsam, irgendwann reift es aus und dann kannst du Gott im Vollbewusstsein dienen. Aber jetzt kommt das Hauptproblem. Paulus sagt klipp und klar, Galater 5, 16 bis 22, wo es um Fleisch und Geist geht, er sagt klipp und klar, es ist ein Kampf zwischen meiner Seele und meinem Geist. Ich sage es mal ganz einfach. Ich habe ein vollkommenes Opfer in mir, in meinem Geist, durch das ich alles letztendlich geistlich bewältigen kann. Ich kann Sieg haben über jede Sünde. Ich kann Zeugnis geben. Ich kann dem Herrn Jesus dienen. Ich kann beten. Das ist alles da. Aber es ist zuerst einmal nur theoretisch da, weil es muss in meiner Seele wirken. Und um das geht der Kampf. Und das ist auch unser Thema heute, wenn ich diese sechs Frauen betrachte, an den Beispielen sieht man das, wie das geht, dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch. Paulus sagt, wenn ihr im Geiste wandelt, werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen, dann passiert nichts. Wenn ich aber im Fleisch wandle, also in meiner Seele, ich sage es mal, freies Spiel lasse, dann passieren leider Dinge auch bei Gläubigen, die man sich nicht vorstellen könnte. Und um das geht heute unser Thema. Und ich möchte etwas betonen, es ist vielen nicht bekannt. Es gibt in der Bibel etwas, man nennt es Schattenbilder. Ich lese uns Hebräer 10, Vers 1. Denn, weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ein Teil der Bibel, das ganze mosaische Gesetz, ist ein Schatten. Wenn man jetzt Kolosser 2, 16 liest, ich muss das vorher zeigen, sonst verstehen wir den Text nicht. Kolosser 2, 16, da sagt die Bibel was Gigantisches. Sie sagt hier, Vers 17, da geht es um Sabbat, Feiertage, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, also aus dem alten Gesetz, wovon aber Christus das Wesen hat. Jetzt hat Gott etwas gemacht in der Bibel, das hat mich völlig fasziniert, als ich auf diese Wahrheiten stieß. Und als ich die erkannte, war mir vollkommen glasklar, dass das ein Mensch nicht erfinden kann. Da war die Hand des lebendigen Gottes durch seinen Heiligen Geist dahinter, der das inspiriert hat. Und plötzlich siehst du in der Bibel Dinge, die du nie gesehen hast. Und das sind diese Schattenbilder. Das heißt, der Herr Jesus ist der Körper, das ist das, was in den Evangelien direkt berichtet wird, in den Lehrbriefen erklärt wird, aber er wirft einen Schatten. Was ist, wenn man mich als Schatten sieht? Dann siehst du nur meine Körpergröße,
meine Umrisse, aber du siehst mich nicht deutlich. Und so hat es in der Bibel viele Stellen, vom 1. Mose bis Apostelgeschichte 1 Ende, wo Gott bereits vorher, bevor der Herr Jesus kam, bevor seine Erlösung kam, praktisch angezeigt hat, wie im Schatten, was der Herr Jesus dann getan hat. Und wenn man diese Bilder lesen kann, dann kann man die Erlösung in der Tiefe noch besser verstehen. Und wir möchten jetzt heute so ein Bild uns ansehen, wo man sieht, was hier gelaufen ist. Ich lese uns Johannes 11, 17 bis 40. Das ist die berühmte Geschichte von der Auferweckung des Lazarus. Und hier war ja die Begebenheit, dass die Schwestern, es waren ja drei Geschwister, nach dem Herrn Jesus gesandt haben, weil Lazarus todkrank war. Und jetzt hätte man gedacht, dass der Herr Jesus sofort abgereist wäre. Hat er aber nicht gemacht. So sagt klipp und klar in Vers 4, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Er wartet, bis Lazarus stirbt. Jetzt ist Lazarus tot. Und jetzt heißt es hier, ab Vers 17, als nun Jesus hinkam, fand er ihn, nämlich Lazarus, schon 4 Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach: Der Meister ist da und ruft dich. Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen: Sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm: Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden: Siehe, wie hat er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen: Konnte der, welcher den Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht: Heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihnen: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und wir wissen, wie es weiterging. Der Stein wurde weggetan. Der Jesus weckt den Lazarus von den Toten auf und Lazarus lebt. Aber mir geht es heute nicht um die Auferweckung, mir geht es um diese zwei Frauen. Diese zwei Frauen, das ist eines der neutestamentlichen Schattenbilder. Jetzt muss man sich ja fragen, wieso hat es in den Evangelien Schattenbilder? Das ist ganz einfach. Galater 4, 1 bis 7 zeigt, dass der Herr Jesus unter das Gesetz kam. Die ganze Evangelie sind heilsgeschichtlich noch unter dem mosaischen Gesetz. Das Gesetz ist noch nicht erfüllt. Es war erst erfüllt, als der Jesus am Kreuz vor Golgatha sein Blut vergoss, starb, ins Totenreich ging, auferstanden ist, die Himmel durchschritten hat und sein kostbares und teures Blut auf das Sühnedeckel der Stiftshütte im Himmel gesprengt hat. Dann war die Erlösung fertig, vorher nicht.
Das heißt, wir haben hier Altes Testament, also Schattenbilder. Jetzt zeigt der Herr an durch diese zwei Frauen, wie Geistliches und wie Fleischliches geht. Das ist jetzt so ein typisches Bild, nur umrisshaft. Aber wir können hier schon ganz genau sehen, was Paulus dann in Galater 5, wie im Telegrammstil sagt, wandelt im Geist, dann werdet ihr die Dinge des Fleisches nicht vollbringen. Und wenn wir das einmal angucken, dann sehen wir was. Übrigens interessant, die Namen in der Bibel haben einen ganz klaren Bezug. Aus Saulus wird Paulus, aus Abram wird Abraham, aus Sarai wird Sarah. Ich habe auch einen Namen, der ist Zufall, weil meine Eltern waren ja nicht bekehrt, als ich zum Glauben kam, aber sie haben den richtigen Namen gewählt. Karl heißt Kerl und Hermann heißt der Kriegerische, also von daher der im Kampf, also, hat schon ein bisschen gepasst. Und jetzt, Martha heißt die Herrin. Sie war eine Frau, die war souverän. Kennt ihr das? Die wäre auch in der Industrie gut weggekommen, hätte ihren Mann gestanden. Die hat alles im Griff gehabt. Maria heißt Bitternis, Betrübnis. Das ist kein Zufall. Sie war eine Frau, die nicht so profihaft war, die nicht so gut war, die unterdurch musste. Martha steht für die Gläubigen, die relativ wenig Anfechtung haben, die alles von ihrer natürlichen Begabung her machen können, wo alles so schön läuft. Maria ist eher die Gläubige, die Apostelgeschichte 14,22 erlebt, durch viele Trübsale ins Recht Gottes einzugehen. Die musste kämpfen, die musste wirklich kämpfen. Und jetzt guckt einmal Vers 20, was hier passiert. Als Martha, die Souveräne, hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Super, oder? Würden wir auf den ersten Blick sagen, ist doch klasse, wenn sie hört, Herr Jesus kommt, sie läuft ihm entgegen. Wie brennt das Herz für diesen Erlöser? Und jetzt guckt Maria an. Maria aber blieb im Hause sitzen. Verstehen wir das? Wisst ihr, wo der Schlüssel ist? Vers 28. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort, rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als sie dies hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Seht ihr den Unterschied zwischen Geist und Fleisch? Fleisch, das menschlich Souveräne, geht vor sich auf. Die Martha sieht, oh, da kommt der Herr Jesus, läuft ihm entgegen. Maria, die geistlich ist, sie wartet. Auf was wartet sie? Das, was wir alle nicht können von Natur aus, wir müssen das lernen, dass wir reagieren, wenn der Herr uns ruft. Sie bleibt so lang sitzen, bis der Herr Jesus sie ruft. Merkt ihr den Unterschied? Hier ist ein Eigenwille, der tut, was er will. Und beim anderen ist eine Person, die sagt, selbst wenn ich jetzt vor den Leuten schlecht dastehe, indem er mir nachsagt, guck, die freut sich gar nicht, dass der Herr Jesus kommt. Sie sagt, ich will erst gehen, wenn er mich ruft. Steht ihr? 21. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Sie steht vor Jesus, das geht aus dem Text davor, und redet ihn an und sagt, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Vers 32, genau der gleiche Vorgang. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, bleibt sie nicht stehen. Merkt der Unterschied? Sie fiel zu seinen Füßen nieder und sprach, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Merkt ihr hier der Unterschied zwischen Geist und Fleisch? Genau der gleiche Ausspruch. Einmal souverän vom Herr Jesus stehend, einmal zerbrochen zu den Füßen Jesu, liegend von ihm, alles erwartend. Das ist ein riesiger Unterschied. 22. Doch auch jetzt weiß ich, ihr müsst genau jetzt aufpassen, das Wort weiß, was das bei Martha für eine Rolle spielt. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Hört sich fromm an, oder? Reines Kopfwissen. Wisst ihr, was Maria macht? 33. Als nun Jesus sah, wie sie weinte. Wisst ihr, was Maria tut? Sie wirft sich zu den Füßen Jesu und offenbart ihr Herz. Sie weint vor ihm, hemmungslos.
Und jetzt wird der Herr Jesus bewegt. Und das ist der große Unterschied. Er wird bewegt. Bei der Martha wird er nicht bewegt. Der fleischliche Gläubige, der von sich aus alles tut und macht, bewegt das Herz Jesu nicht. Der Gläubige, der zu den Füßen Jesu liegt und eventuell in aller Schwachheit offen, ehrlich vor ihm sein Herz offenbart, der bewegt das Herz Jesu. Wir werden gleich sehen, was da dann alles passiert. 23. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Das ist eine Verheißung, das Wort Gottes. Der Herr Jesus sagt es, dann wird es 1000% geschehen. Wisst ihr, was passiert bei Maria? Warum muss der Herr Jesus der Maria das nicht sagen? Weil sie im Herr Jesus gekannt hat, ihm geglaubt hat. Und er sagt nur in 34, wo habt ihr ihn hingelegt? Jetzt kommt 24, Martha spricht zu ihm. Ich weiß, merkt ihr was? Sie hat schon wieder Kopfwissen, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Entschuldigung, was hat der Herr Jesus gesagt? Dein Bruder wird auferstehen. Jetzt geht Martha hin und entscheidet für sich aus, dass sie weiß, wann er auferstehen wird, nämlich nicht heute, wie der Herr Jesus es wollte, sondern erst in der Auferstehung der Toten. Das heißt, sie entscheidet, was geistlich passiert. Es ist brutal, wenn man sich das überlegt. Vers 33. Als nun Jesus sah, wie sie weinte, wie die Juden, die mit ihm gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Ich lese zu Hebräer 3, Vers 7. Also nochmals, die Martha bewirkt im Herzen Jesu gar nichts. Die Maria bewirkt, dass der Jesus erschüttert wird. Die Maria schüttet der Herr Jesus zu mit ihrem Kopfwissen und schreibt ihm vor, wann er ihn aufzuerwecken hat. Maria ist hier zerbrochen vom Herr Jesus und hat wohl auch die Erwartung, dass er jetzt als Erlöser eingreift. Und so heißt es dann hier, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn er seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Sie hat die Stimme Jesu gehört, sie wartet in aller Ruhe. Und jetzt kann man es mal ganz einfach formulieren, Martha sieht nur die Zukunft, er wird zukünftig auferstehen. Maria bleibt stehen und weint, weil sie erwartet, dass was passiert. Sie lebt im Heute, nicht in der Zukunft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein Gläubiger, der geistlich ist, lebt immer in der Gegenwart Jesu. Er bleibt vom Angesicht Jesu stehen und erwartet, dass der Herr Jesus handelt. Oft hat der, der vom Angesicht Jesu steht, wenig Theorie. Er kann oft nicht sagen, was passiert. Ich kann euch nicht sagen, wie der Herr Jesus oft Gebete erhört. Ich habe die verrücktesten Dinge erlebt in meinem Leben. Ich habe Dinge erlebt, wo der Herr eingegriffen hat und plötzlich mit einem Schlag Klarheit gegeben hat. Und wenn du mich gefragt hättest, wie geht es, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Bei mir ist schon passiert, dass man mich eingeladen hat und ich musste dringend etwas klären, nämlich was ich predigen muss. Ich wusste es nämlich gar nicht. Ich hatte drei Themen dabei, ich hatte keine Ahnung. Und dann hat Gott mir die Weisung gegeben, 2 Minuten bevor ich aufstehen musste, auf dem Stuhl, indem er einfach einen dieser Männer dazu inspiriert hat, dass der ein Lied vorgeschlagen hat, das genau der Titel meines ersten Themas war. Damit war klar, was ich predigen muss. Das nächste Mal, jetzt kann ich nicht erwarten, dass es immer gleich geht, das nächste Mal, ich hatte keine Ahnung, plötzlich kam ein Brief mit der Post, nur eine Postkarte drin, ich hole die raus, das war die Antwort auf meine Frage. Also Gott kann handeln, wie er will. Er ist souverän. Martha weiß alles. Merkt ihr den Unterschied? Martha weiß ganz genau, was der Jesus tun soll. Maria weiß gar nichts, sie weint, sie ist abhängig. Sie ist in völliger Abhängigkeit von Jesus. Das ist das, was Gott will. Das bewegt sein Herz, wenn er sieht, dass ein Mensch ihn wirklich braucht. Viele Gläubige sind zwar bekehrt, wiedergeboren, gerettet, aber sie brauchen in der Praxis der Herr Jesus nicht, weil sie alles besser wissen. Da gibt es aber Gläubige, die sind zerbrochen vor Gott und brauchen ihn auf jeder Ebene. Und ich denke, das ist das, was der Unterschied ist zwischen Geist und Fleisch. Und zwar in 27, da weicht sie einfach aus. Und zwar, der Jesus sagt nämlich in 25, sie sagt jetzt einfach theoretisch, ich weiß, du wirst ihn auferwecken in der letzten Auferstehung. Jetzt sagt er, ich bin die Auferstehung. Wisst ihr, was das heißt? Ich bin. Das ist Gegenwartsform.
Er sagt, ich bin die Auferstehung. Zu Deutsch, ich kann ihn auferwecken, wann ich will. Und dann fragt er sie den entscheidenden Satz. Da liest man immer drüber, wenn man die Texte liest. Dann sagt er den entscheidenden Satz. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Guck, und jetzt müsst sie nur Ja sagen. Was sagt sie? Ja, Herr. Also sie sagt theoretisch Ja und sogar Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Hat er das gefragt? Hat er nicht gefragt. Er fragt, glaubst du, dass ich die Auferstehung bin? Sie weicht aus und sagt, weil sie ja selber nicht glaubt, sie will, dass er ihn am Schluss auferweckt, wenn die Auferstehung der Tod ist, weicht sie ihm auf und sagt dann wieder in einer frommen Floskel, ja Herr, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn, der in die Welt kommen soll. Das ist zwar ein frommes Zitat, aber es bringt praktisch gar nichts. Was macht die ganze Zeit während dieser Vorgänge die Maria? Sie weint. Sie schüttet ihr Herz vom Herr Jesus aus, hemmungslos. Vers 39, Martha hat sich nicht geändert. Jetzt geht der Herr Jesus hin und will ihn auferwecken. Er sagt, Stein muss weg, damit ist der Tote vor ihm. Jetzt siehst du, wer was glaubt. Jetzt sagt Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Sie glaubt nicht, dass er ihn auferwecken kann. Sie hat es nie geglaubt. Und dann sagt der Herr Jesus, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Was macht Maria? Nichts. Merkt den Unterschied. Sie ist nur vom Angesicht Jesu. Es ist für uns in der Praxis manchmal ganz wichtig, nicht theoretisch zu überlegen, was wir tun sollen, nicht theoretisch Dinge zu tun und uns genau vorzustellen, wie der Gott und Vater unseres Herrn Jesus uns retten soll oder wie der Herr Jesus eingreift, sondern ganz einfach vom Angesicht Jesu stehe oder liegen bleibe und warte im kindlichen Vertrauen, dass er eingreift. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. In der Regel sagt die Bibel nicht wie. Das muss ich ihm überlassen. Er ist der Herr. Man sieht hier ganz klar, dass sie nicht glaubt. Und jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt, Vers 45. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatten, glaubten an ihn. Merkt ihr etwas? Martha konnte keine Menschen evangelistisch erreichen, weil sie im Fleisch gelebt hat. Maria, weil sie vom Angesicht Jesu stand, hat die Leute erreicht. Und die Bibel sagt ganz klar, sie kamen nicht zu der Martha. Die haben das gemerkt. Sie kamen zu Maria. Und dann sagt die Bibel, dann kamen sie zum Glauben. Sie haben gesehen, was der Herr tut, und dann kamen sie zum Glauben. Also Maria war das Werkzeug. Johannes 12, 1. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Das ist jetzt die Folge. Jetzt müssen wir ja fragen, hat sich was bei den 2 Frauen verändert? Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Dass man uns richtig versteht. Es ist wichtig, dass man dient, es ist wichtig, dass man hier arbeitet, das ist nicht falsch. Aber Lazarus war einer von denen, die mit ihm zu Tische saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls. Das ist unsinnig teuer. Das war ein Wertgegenstand. Salbte Jesus die Füße. Merkt ihr was? Zerschlagt sie zu den Füßen Jesu, dann salbt sie ihm die Füße. Sie ist grundsätzlich zu den Füßen Jesu. Ist immer das Gleiche. Martha steht da, Martha rennt umher. Maria liegt eigentlich immer oder steht immer entweder Herr Jesus richtig gegenüber oder liegt zu seinen Füßen. Und trocknet es mit ihren Haaren ab. Entschuldigung, ihr Frauen, was passiert, wenn ihr Öl nehmt und eure Haare schmiert? Ihr werdet hässlich. Ist doch klar, die Frisur wird hässlich, das Gesicht nicht, aber die Frisur. Jetzt sage ich es mal vorsichtig, sie hat keinerlei Probleme,
sich selber in den Hintergrund zu stellen und vollkommen verachtet zu sein, nur dass der Herr Jesus verherrlicht wird. Versteht ihr? Das ist eines der größten Schattenbilder, wie der Herr Jesus verherrlicht wird. Sie macht sogar ihre Haare, ich sage es einmal, wüst und hässlich, nur dass er verherrlicht wird. Und jetzt kommt etwas, da wurde das Haus erfüllt vom Geruch der Salbe. Wenn man jetzt das Haus als die Gemeinde sieht und das Salböl als das Wirken des Heiligen Geistes, dann wird, wenn ein Mensch wie Maria vorgeht, zu seinen Füßen liegt, sich demütigt vom Herr Jesus, dann beginnt der Heilige Geist, der Herr Jesus, in unserer Mitte zu verherrlichen. Das ist doch herrlich. Was macht Martha? Vers 40. Vers 6. Jetzt bin ich verrutscht. Ganz, ganz zurück. Sie arbeitet. Sie salbt die Füße. Und jetzt sieht man etwas, das wird nochmal erklärt in Lukas 10, 38 bis 42. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welchen Maria hieß. Guckt jetzt her. Die Bibel sagt einfach, wundert euch das, wem gehört das Haus? Der Martha. Sie war der Profi. Sie war menschlich sehr viel stärker. Die Maria setzt sich zu Jesu Füße und hörte seinem Wort zu. Das dritte Zeugnis. Wo ist die Maria grundsätzlich? Zu den Füßen Jesu. Das ist die geistliche Gesinnung, das ist die Herzenshaltung. Sie ist zu den Füßen Jesu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Nochmals, Bedienung ist nicht falsch. Sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Merkt ihr den Unterschied? Maria hört dem Wort Gottes zu. Sie erwartet, dass der Herr Jesus zu ihr redet. Martha ist viel wichtiger, da ist egal, was der Herr Jesus sagt. Sie will, dass sie nachher gut dasteht, da man sagt, ah, die Martha hat uns wieder super bewirtet. Versteht ihr? Merkt den Unterschied. Erst wenn du in die Tiefe des Textes gehst, siehst du überhaupt, wie Fleisch und Geist hier wirkt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles. Er schimpft sie nicht einmal. Er sagt, du hast viele Sorgen, du willst einfach, dass recht ist. Eines aber ist Not, nämlich was anderes. Maria hat das gute Teil erwählt, es soll nicht von ihr genommen werden. Merkt ihr was? Maria ist unscheinbar, Maria ist vielleicht unfähiger, aber sie hat eine entscheidende Herzensstellung. Sie weiß, dass sie der Herr Jesus dringend braucht. Martha schreibt sogar am Herr Jesus vor, wann er den Lazarus aufzuerwecken hat. Das heißt, sie ist souverän. Sie ist geistlich so, das ist der Typ von Gläubige, der so stark ist und so genaue Vorstellungen hat, dass er eigentlich, wenn es genau geht, der Herr Jesus gar nicht braucht. Martha selber ist so schwach, dass sie alles nur vom Herrn Jesus erwarten kann und da siehst du, dann schlägt es auch durch. Es gibt ein zweites Beispiel. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sein, im Anfang meines Glaubenslebens, wo es mir ganz wichtig war, dass man glasklar vorgeht und sich absolut absondert und keinen Kompromiss macht und dass man alles richtig macht, ich habe noch gar nicht erkannt, dass ich ohne das Opfer Jesu gar nichts kann. Da waren mir immer die Martha so sympathisch. Ich habe gesagt, guck mal, die langt hin. Je mehr ich geistlich wurde und erkannt habe, dass ich ohne Herrn Jesus gar nichts tun kann, da wurde mir immer die Maria sympathischer. Wenn mich heute fragt, was willst du sein, dann sage ich, lieber die Maria als die Martha. Ich will lieber zu Füßen Jesu liegen und schwach sein und alles von ihm erwarten und sein Herz bewegen, als nach außen hin ein Profi. Geschwister, wir müssen auch lernen als Gläubige, dass wir nicht versuchen, bei den Leuten angesehen zu sein. Wir müssen darauf achten, dass wenn man vielleicht unser Kompliment macht, dass das größte Kompliment ist, das man mir als Gläubiger machen kann oder euch, dass man sagt, er ist einer, der den Herrn Jesus braucht. Seht ihr? Bei ihm wirkt es, weil der Herr Jesus wirkt, nicht er. Darum sagt Johannes, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das ist genau das.
Wir haben nochmal ein Beispiel im Alten Testament. Das ist jetzt direkt das Schattenbild. Hannah und Peninna. 1. Samuel 1, die ersten zwei Verse. Es war ja so, da war ein Mann, der hatte zwei Frauen, das war alttestamentlich. Eine hieß Hannah, die andere Peninna. Und wenn man das sich hier mal anguckt, Peninna heißt Koralle. Ist ja Koralle schön? Ja. Die Frau hat gewirkt. Hannah heißt Begnadigte, Gebeugte. Das ist wieder der gleiche Zustand wie bei der Maria. Da ist wieder eine Demütigung. Sie braucht Gnade, sie braucht den Herr Jesus, sie ist hier schwach. Und die Hannah wird von der Peninna gequält, weil, ich sage es mal so, in den Augen der Peninna ist Hannah einfach schwach und unfähig. Versteht ihr? Aber das Interessante ist, von der starken Peninna hört man nachher nichts mehr, gar nichts. Und die Hannah geht hin, Hannah ist mit Maria, Peninna ist mit Martha. Also Peninna, Martha ist ein fleischlicher Gläubiger, Hannah letztendlich und vor allem die Maria sind geistliche Gläubige. Jetzt pass auf, was sie macht. In Vers 10 bis 28. Sie war ja völlig betrübt. Sie hatte kein Kind. Das war damals, zu der Zeit, war das ein Skandal. Und die andere hat sie immer der Wege gequält. Sie aber betrübt, wie sie war. Und es kommt ein ganz wichtiger Punkt. Der geistliche Gläubige braucht nie ein Theaterspieler, wie es ihm geht. Wenn dich jemand fragt, wie geht es dir, dann sag doch ganz einfach, wenn es so ist, schlecht. Es fällt uns kein Zacker aus der Krone, wenn wir ganz ehrlich sind vor Gott. Da kommen die Leute auf ganz raffinierte Formulierungen. Mir geht es glänzend. Echt, fragt der andere. Dann sagt er, ja, ich werde gerade geschliffen. Wisst ihr, das ist dann die Umschreibung, für das ihm schlecht geht. Aber hier hast du was. Sie betete zum Herrn und weinte sehr. Sie schüttet ihr Herz vom Herrn Jesus aus. Und die redet so innig vom Herrn Jesus, Vers 13 in ihrem Herzen. Und Vers 15 sagt dann, ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Und da steht im hebräischen Nefesh, und das ist die Seele. Sie hat ihre ganze Seelenqual vom Herrn Jesus ausgeschüttet, hat ihr Herz ausgeschüttet. Ist euch was aufgefallen? Sie fängt keinen Streit an mit der Peninna. Sie giftet nicht. Sie ist nicht fleischlich, sondern sie schüttet dem Herrn Jesus das Herz aus. Wisst ihr, wenn alle Gläubigen, statt rumzustreiten oder beleidigt zu sein, und wer hätte hier beleidigt sein sollen, wenn nicht Hannah, dass man einfach hingeht und sein Herz dem Herrn Jesus ausschüttet, alles ihm überlässt, das ist der geistliche Gläubige, und dann kommt plötzlich die totale Gebetserhörung. Sie darf einen der größten Männer, die es jemals gegeben hat, im Alten Testament gebären, nämlich Samuel. Und bekommt dann weitere Kinder. Das heißt, der Herr schüttet seine ganze Gnade und sein Segen überfließend über sie aus. Warum? Weil sie zu seinen Füßen lag und geweint hat. Das ist genau das gleiche wie bei der Maria. Also nochmal, der geistliche Gläubige darf schwach sein. Und jetzt gibt es Gläubige, die schüttet ihr Herz immer den Menschen aus. Tut es nicht. Ich sage euch was ganz ehrlich, da brauchen wir jetzt auch nicht heucheln. Wenn ihr das fünfmal gemacht habt, geht dem anderen auf den Wecker. Das ist einfach Fakt. Ihr nervt ihn. Du kannst dein Herz tausendmal im Herrn Jesus ausschütten, der wird dir tausendmal zuhören, wird dir tausendmal helfen. Das ist nämlich der Unterschied. Der Segen des Herrn kommt über sie in einer ungeahnten Weise. Die dritte, sind wir schon beim zweiten Paar, das ist im Buch Esther, die Vashti, sie ist ja die Starfrau. Vashti heißt letztendlich die Beste. Und im Endeffekt, wenn man jetzt einmal die ganze Dinge sich in Ruhe anguckt, dann hast du hier etwas,
Übrigens, Esther ist das einzige Buch, wo der Name Gottes gar nicht vorkommt, wissen die wenigsten. Sondern es ist einfach eine schattenbildliche Darstellung auch dessen, was wir als Geistliche tun sollen. Und da ist jetzt Folgendes. Esther heißt Stern oder Jungfrau. Jungfräulich heißt, im Vergleich zu der Esther, ist die Vashti die Beste, die Souveräne, genauso wie die Martha. Also wieder super drauf, gell? Und jetzt hast du etwas, es gibt nichts Vergleichbares. In diesem ganzen Buch Esther, im ersten Kapitel, wird das Reich Gottes beschrieben. Und zwar in Schattenbildern. Zuerst kommt Ahasverosch, das ist der König. Das bedeutet vertrauenswürdig oder zuverlässig. Das ist ein Bild auf der Herr Jesus. Und jetzt passiert etwas. Er macht ein Mahl. Wir wissen alle, was das heißt. Mahl ist das Bild der Gemeinschaft zwischen ihm. Darum hat er das Abendmahl eingesetzt. Und jetzt heißt es hier in 4, als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreichs und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage lang zur Schau stellte, nämlich 180 Tage lang. Im Reich Gottes ist es vollkommen normal, dass die Herrlichkeit Jesu im Mittelpunkt ist. Wisst ihr, wenn ihr jemand Predige hört, ihr müsst immer hinhören, stellt der Herr Jesus in den Mittelpunkt oder was anderes? Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, ich habe eine ganz unzählige Angewohnheit. Meine Frau schimpft mich manchmal und stößt mich im Ellenbogen, aber ich kann nichts dafür. Wenn jemand predigt und nicht der Herr Jesus im Mittelpunkt hat und keine Vollmacht hat, schlafe ich nach 2 Minuten ein. Ich kann nichts dafür. Manchmal fällt mir sogar was runter, gell? Das ist dann ganz peinlich. Gell? Das ist mal auf einer großen Konferenz passiert, blums, fällt mir die Bibel runter, ein ganz großer Knall gegeben. Wenn man mich dann fragt, ein Bruder sagte sogar zu mir einmal, immer wenn ich predige, schläfst du. Gell? Ich war dann dankbar, dass er mich nicht gefragt hat, warum schläfst du nicht. Ich sage, wieso wegen dir? Wisst ihr, im Reich Gottes wird die Herrlichkeit Jesu Christi in den Mittelpunkt gestellt, nicht Menschen. Martha hat sich in den Mittelpunkt gestellt mit ihrer Arbeit. Maria saß zu den Füßen Jesu, sie wollte die Herrlichkeit Jesu. Peninna war die Starke, die Stolze. Hannah war die Arme. Wisst ihr, wir können schwach sein im Reich Gottes. Wenn wir schwach sind, kann der Herr Jesus seine Herrlichkeit offenbaren. Das ist das Wunderbare. Und sie war dem Schloss Susan, und Susan heißt Sieg, Befreiung. Also haben wir die Erlösung durch sein Blut. Hier ist die vollkommene Reich Gottes Situation, nämlich Sieg durch den Herr Jesus. Das ist doch wunderbar. Und es wird 7 Tage lang angezeigt. 7 ist die Zahl Gottes. Und jetzt sieht man hier vom Reich Gottes, was hier ist. Der Palast, das ist die Stellung in Christus, das Reich Gottes. Da waren feine Vorhänge von weißem Leinen. Wenn deine Sünde auch blutrot wäre, wird sie schneeweiß werden wie Wolle. Das heißt, da hat es Leute im Reich Gottes, die sind gewaschen in Jesu Blut, da ist alles weiß. Und dann kommt sofort blauer Stoff. Da ist das Himmlische im Vordergrund, nicht das Menschliche. Wisst ihr, wenn ich das den Leuten sage, die denken, ich sei verrückt, aber es ist einfach Fakt und Tatsache. Wenn ich jemanden habe, der Theologie studiert hat, einen Doktortitel, einen Professortitel der Theologie, Griechisch, Hebräisch, Aramäisch, Lateinisch, perfekt spricht, und ich habe einen Mann, der in der Schule schwach war, frühzeitig die Schule verlassen musste, nur jetzt einen minimalen Job machen kann, und der Herr Jesus geht hin und beruft den, der so schwach aussieht vor allem, beruft er, sein Wort zu verkündigen, dann muss ich den Mut haben, in der Gemeinde Jesu, den, der schwach ist und von Jesus berufen ist, predigen zu lassen, und der Theologieprofessor muss den Mund halten. Und dann siehst du nämlich, ob mir noch Menschen geht oder noch im Reich Gottes. Da gelten andere Gesetze. Wisst ihr, das ist das, was hier ist in diesem Reich Gottes. Da geht es nach dem blauen Purpur, nach der Stellung in Christus, nach dem, was Gott jemand als Berufung gegeben hat. Und dann ist roter Purpur, Bild fürs Blut Jesu, das uns reinmacht von aller Sünde. Und das alles hängt an silbernen Ringen. Ich lese uns die Stelle, dass klar wird. Psalm 12 ist eine ganz wichtige Stelle, was Silber in der Bibel bedeutet in diesen Schattenbildern. Psalm 12, und da heißt es, die Worte des Herrn, also das Wort Gottes, sind reine Worte, in irdenen Tiegeln, also mit Druckerschwärze und Papier gedruckt, in irdenen Tiegeln, geschmolzenes Silber, 7-mal durchläutert.
Also Silber ist ein Bild fürs Wort Gottes. Woher weiß ich, dass ich rein werde durch Jesu Blut? Durchs Wort Gottes. Woher weiß ich, dass ich eine himmlische Berufung habe? Durchs Wort Gottes. Woher weiß ich letztendlich, dass das Blut Jesu mich reinmacht von aller Sünde? Durch das Wort Gottes. Wisst ihr, und das alles prägt das Reich Gottes und das ist an Säulen aufgehängt. Die Bibel sagt, Offenbarung 3, 12, wir sollen Säulen werden. Gott benutzt Menschen, um das weiterzugeben, Säulen. Und jetzt siehst du etwas, es ist fantastisch, wenn du das alles anguckst, dann siehst du, das ist geprägt von weißem Marmor, von goldenen Gefäßen, von verschiedenen Gefäßen. Wenn du Marmor dir anguckst, Hohelied 5, 14, dann hast du hier etwas, da sieht man auch, dass man die Bibel mit der Bibel auslegen muss, Hohelied 5, 14, sein Leib ist ein Kunstwerk von Elfenbein mit Saphiren übersät. Seine Schenkel sind Säulen aus weißem Marmor, gegründet auf goldenen Sockeln. Das heißt, Marmor ist ein Bild für den Leib Christi, auch für die Stabilität des Reiches Gottes. Und jetzt siehst du, das ist auf goldenen und silbernen Ruhelagern. Die sind hier aufgestellt, dass du zur Ruhe kommen kannst in diesem Reich Gottes. Silber ist Wort Gottes. Ich kann zur Ruhe kommen durchs Wort Gottes, Praxis. Ich habe ein ganz enges Gewissen. Und ich habe immer ganz schnell ein schlechtes Gewissen. Und dann bin ich manchmal tagelang, war ich kaputt. Dann bin ich hingegangen, nahm ein Blatt Papier und habe alles aufgeschrieben, meine Sünde. Die habe ich dann immer Jesus bekannt, dann habe ich das Blatt zerrissen und den Dreck immer geschmissen. Eines Tages las ich Epheser 2, 13 und 14. Die ihr ferne wart, ihr seid nahegebracht durch Jesu Blut. Dann war mir plötzlich klar, die Sünde, die ich aufgeschrieben hatte, die hatte ich schon lange dem Herrn Jesus bekannt, die war schon lange vergeben, das war nur der Versuch, nahe zu kommen. Dann bin ich einfach hingegangen, wie ein kleines Kind sagt, Herr, ich nehme jetzt einfach im Glauben an, dass ich nahe bin durch dein Blut. Derselbe Sekunde war ich Gott näher, als wenn ich meine ganze Sünde da und bekannt habe. Es war brutal. Nahegebracht durch Jesu Blut. Das ist Silber. Und hat es aber goldene Ruhelager. Weil sobald ich das Wort Gottes für mich in Anspruch nehme, komme ich zur Ruhe. Wisst ihr, wenn ihr glaubt, 1. Johannes 1, 7 bis 9, wenn du im Lichte wandelst, wie er im Licht ist, reinigt uns das Blut Jesu Christi von aller Sünde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn eine Sünde ins Bewusstsein kommt, wir bekennen sie, reinigt er mich vollständig vor jeder Sünde. Ich bin vollständig rein. Wenn du das glaubst, das ist dieses silberne Ruhebett, dann kannst du aufgrund der Aussage vom Wort Gottes, wirst du sofort zur Ruhe kommen. Das andere ist Gold. Gold ist das Wesen Gottes, das siehst du an dem, dass Gott die Stiftshütte vollständig mit Gold überziehen ließ und der Sühnedeckel, der ja laut Römer 3, 25, der Herr Jesus selber ist, ist aus reinem Gold. Das heißt, allein von deinem Wesen her, dass du wiedergeboren bist, kannst du geistlich zur Ruhe kommen. Sobald du als wiedergeboren, aber dazu muss das Gold da sein, das Wort Gottes annimmst, was da geschrieben steht, kannst du dich hier im Reich Gottes auf diese Steinpflaster legen, aber auf dem Ruhebett drüber, und zwar entweder vom Wort Gottes her oder von deinem Wesen her. Und jetzt kommen die Getränke. Gott gibt dir das Wasser des Lebens umsonst. Wirkungen des Heiligen Geistes in der Verkündigung, in der stillen Zeit, im Gebet, beim Bibellesen, aus goldenen Gefäßen. Das heißt, er wirkt es, Gold, er wirkt es. Sie waren voneinander verschieden. Gott gibt jedem das, was er braucht, auch von der Erkenntnis her, vom Wirken des Heiligen Geistes her. Es gab königlichen Wein, der Heilige Geist, in Menge nach der Freigebigkeit des Königs. Und das Trinken war ohne Zwang. Vergesst den Satz nie. Ohne Zwang. Denn so hatte der König es allen Vorstehern seines Palastes befohlen, dass man jedermann machen ließe, wie es ihm gefiele. Ich bin jetzt weit weggegangen von unserem Thema. Aber wisst ihr warum? Was ist hier? Die Herrlichkeit des Reiches Gottes. Dargestellt im Schattenbild. Der König Ahasveros, Bildwurf der Herr Jesus, zeigt seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Reiches Gottes, die Reinigung durch Jesu Blut, das Ruhe durch das Wort Gottes. Alles, was Gott uns geben wollte, Herrlichkeit ohne Ende. Er zeigt das Wasser des Lebens in Strömen in uns hineinfließt nach seiner Freigebigkeit. Ich kann das Wasser des Lebens nehmen, so voll ich will. Ich kann jederzeit mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, wenn er
letztendlich sieht, dass mein Herz bereit ist, das anzunehmen, dass ich sauber bin. Wunderbar, und es ist ohne Zwang, und es ist wunderbar, und es ist so herrlich. Was macht Vashti? Was macht Vashti? Vashti ist die Martha, Vashti ist die Peninna, Vashti ist der fleischliche Gläubige. Auch die Königin Vashti veranstaltete ein Festmahl für die Frauen im königlichen Palast, der dem König Ahasverus gehörte. Merkt ihr was? Sie braucht die Herrlichkeit gar nicht. Sie will die Herrlichkeit Jesu gar nicht. Sie will selber etwas machen. Jetzt macht ihr einfach eine Frauenversammlung. Statt die Herrlichkeit des Reiches Gottes anzunehmen. Und jetzt passiert etwas. Jetzt kommt die sieben Kämmerer. Das ist ein Bild Jesaja 11, Vers 2 vom siebenfachen Gottesgeist. Jetzt kommt der Heilige Geist und zeigt, was in der Vashti ihrem Herz drin ist. Vers 12. Die Königin Vashti weigerte sich, auf den Befehl des Königs hinzukommen, den er durch seine Kämmerer gegeben hatte. Merkt ihr was? Der Herr Jesus will, dass die Vashti ihre eigene Versammlung aufgibt. Er will, dass sie in diesen Versammlungssaal kommt, wo er seine Herrlichkeit zeigt. Er will, dass sie dort ist, wo er sich offenbart, aber es will sie nicht. Martha wollte nicht zu Füßen Jesu liegen. Das ist das Problem. Der fleischliche Gläubige ist immer noch zu stark, als dass er der Jesus wirklich braucht in allen Belangen. Wisst ihr, wenn ihr in eine Versammlung kommt, habt nur einen Wunsch. Herr Jesus, offenbare dich. Wie läuft es in der Praxis? Ich möchte es auch in der Praxis abhandeln. Ach, der Karl Hermann hat mich heute nicht gegrüßt. Schon das dritte Mal. Entschuldigung, kommst du her, um von mir gegrüßt zu werden? Dann hast du manchmal Pech, weil ich habe manchmal viele Besucher in Albstadt, dann muss ich mit 20 Leuten reden und dann bist du einer von der Gemeinde und dann habe ich dich halt vielleicht dreimal nicht gegrüßt, sondern zehnmal. Ist das der Grund, warum du kommst? Oder kommst du, um Herr Jesus zu begegnen, durchs Wort, durchs Gebet, durchs Wirken vom Heiligen Geist? Merkt ihr was? Das ist Vashti, sie will ihr eigenes. Das ist Martha, sie werkelt und sie sagt, Herr, so und so läuft es. Hanna ist schwach, schüttet ihr Herz aus. Maria ist schwach, liegt zu Füßen Jesu. Und von Hanna hörst du mal zuerst gar nichts. Und dann geht er einfach hin und verwirft die Vashti. Ist brutal. So eine Haltung kann langfristig gefährlich werden, dass der Herr den Leuchter einer Gemeinde umstoßen muss, wenn sie so agiert, oder einzelne Gläubige ausschalten muss. Das ist schlimm, wenn das passiert. Könnt ihr nachlesen bei im Aussatz im 3. Mose, dann bricht man einen Stein, der aussätzig ist, heraus. Weil diese Leute leben nicht mehr in der Reinigung durch Jesu Blut. Da passiert etwas, da kommt das eigene, wird immer stärker und stärker und stärker und am Schluss kann sie der Herr nicht mehr benutzen. Aber man muss jetzt einmal ganz nüchtern sachlich sehen, was hier passiert. Und jetzt, wenn du weitergehst, dann siehst du plötzlich etwas Wunderbares. Und zwar, jetzt zeigt der Herr als König, was ihm gefällt. Vers 9 von Kapitel 2. Das Wichtigste ist, dass diese neue Braut, stand ich jetzt auch ein Bild auf Israel, das verworfen wurde, weil sie das Evangelium abgelehnt hat, und auf die Gemeinde Jesu, aber auch auf der einzelnen Gläubiger, er will, dass sie mit Reinigungssalbe gesalbt wird. Er gibt dir sieben auserlesene Mägde, wieder ein Bild auf den siebenfachen Gottesgeist, und fängt an, sie zu bearbeiten. Das heißt, der Herr Jesus will, dass wir unser Herz bearbeiten lassen. Er will letztendlich, dass wir uns reinigen lassen. Dauernde Reinigung durch Jesu Blut. Wisst ihr, ich war schon zweimal in meinem Leben in der Situation, dass ich dachte, ich muss sterben. Einmal im Krankenhaus bei der Operation. Ich habe gedacht, aus. Wisst ihr, dann überlegst du dir, dann bricht die ganze fromme Welt zusammen. Was zählt jetzt? Warum soll der Herr Jesus dich jetzt in den Himmel lassen? Mir war dann glasklar, ich gehe nur in den Himmel wegen Jesu Blut. Derselbe Sekunde war ich so ruhig wie ein fließender Wasserstrom. Es hat für mich keine Rolle mehr gespielt, ob ich nach der Operation aufwache oder nicht, war egal. Ich habe gewusst, durch Jesu Blut, wenn ich sterbe, wache ich in der Gegenwart Jesu auf. Herrlich. Ohne Jesu Blut, verdammt. Mit Jesu Blut, gerettet und in der Ewigkeit. Wisst ihr, und das zeigt er hier, auch der Esther. Er will, dass die
Gemeinde Jesu Christi, der geistliche Gläubige, gesalbt ist. Genauso Vers 12. 6 Monate lang, 6 ist die Zahl des Menschen, die menschliche Natur, wurde sie mit Myrrhenöl, 6 Monate mit Balsam und mit dem Reinigungssalben der Frauen behandelt. Dein menschliches Wesen muss dauernd gereinigt werden durch Jesu Blut. Dann bist du Maria, dann bist du Hannah, dann bist du Hannah. Und in dem Fall eine Esther. Wisst ihr, das ist der ganze Hintergrund. Aber guck doch mal, Maria und Hannah, sie musste zuerst schwach werden vor Jesu Angesicht, bis sie das Blut gebraucht haben. Und jetzt ist was Interessantes. Wenn der Herr an jemand gefallen hatte, 14, wurde sie mit Namen gerufen. Wir sind mit Namen berufen seit der Wiedergeburt. Und jetzt siehst du das Herz des wirklich geistlichen Gläubigen. Peninna will ihre eigene Versammlung. Sie will nicht zum Herrn kommen. Sie will nicht die Herrlichkeit Jesu Christi. Hannah, da heißt es, sie wünschte sich nichts, Vers 15 von Kapitel 2, sie wünschte sich nichts, als was Hegai, der Kämmerer des Königs, der Hüter der Frau in ihr riet, wieder ein Bild auf der Heilige Geist. Esther fand Gnade bei allen, die sie sahen. Sie wollte nur das, was der Heilige Geist in ihr gewirkt hat, was beim Bibellesen der Herr Jesus in ihrem Herzen gewirkt hat. Sie wollte nichts anderes. Wisst ihr, wenn dann ganz klar in der Bibel steht, im Johannes-Evangelium, er muss wachsen, ich muss abnehmen, dann muss ich sagen, Herr, dann mach mich klein. Ich habe mal einen Prediger gekannt, war auch schwierig, hatte auch schwärmerische Züge, aber er hatte mal was gepredigt. Er hatte Evangelisation. Und dann hat er gemerkt, dass die vorgingen wie eine Martha und dass sie vorgingen wie bei Evangelisation, wie letztendlich eine Peninna und wie eine Vashti. Er hat gemerkt, sie haben alles das Vertrauen auf das Menschliche gesetzt. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt brauchen wir noch ein schönes Bild von dir. Und dann ist er explodiert. Ich habe gesehen, was er erzählt hat. Ich habe gedacht, ich wäre dabei gewesen. Er hat dann geschrien, vorne auf der Kanzel, hat geschrien, ich habe zu ihnen gesagt, was soll der Holzkopf? Seiner. Dann hat er gesagt, ich habe ihnen gesagt, ich bin nur ein Prediger in der Wüste. Die Leute sollen nicht wegen mir kommen, sondern wegen dem Herrn Jesus. Versteht ihr? Ist doch herrlich, wenn man so ist. Und das ist das, was hier die Esther zeigt. Sie wollte nichts, als was Hegai, der Kämmerer, Bild für den Heiligen Geist, wollte. Sie wollte nur das, was Gott in ihrem Herzen wirken wollte. Und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen. Wenn wir das wollen, was der Herr Jesus getan hat bei der Maria, dass sein Herz von uns bewegt wird, dann müssen wir so vorgehen. Und dann heißt, sie fand Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle anderen. Wisst ihr, mit dieser geistlichen Haltung bewegst du das Herz Jesu. Was wollen wir denn mehr? Alles andere ist doch Unsinn. Ich will doch nur, dass der Herr Jesus wirklich mein Herr ist und bei mir alles wirkt, das will ich. Das ist bei der Martha nicht gegangen, weil sie zu stark war und eigene Vorstellungen hatte. Das ist bei der Peninna nicht gegangen, weil sie menschlich gedacht hat. Ihr war es viel wichtiger, dass sie die Hannah quält. Das ist dieses Eifersüchtelei in den gläubigen Kreisen. Und hier bei der Vashti, obwohl sie die Königin war, jeder Gläubige ist König und Priester, wollte sie die Herrlichkeit nicht und Gott tut sie weg. Und holt sich eine Frau, die sich reinigen lässt, holt sich eine Frau, die letztendlich nur das will, was Gott ihr vorgibt und kommt so zur völligen Ruhe. Sie tut das, was der Herr will. Was ist alles entgangen? Esther lebt darin. Das ist Galater 5, 19 bis 22, Geist oder Fleisch. Philipper 2, 20. Eine der zentralsten Bibelstellen. Ich habe es jetzt schattenbildlich gezeigt, jetzt zeige ich es noch direkt. Jetzt sagt hier etwas, ein Mann namens Paulus, der Apostel, dem Gott der Auftrag gegeben hat, Großteil der wichtigsten Teile der Bibel zu schreiben. Paulus sagt, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so reglich für eure Anliegen sorgen wird. Da steht im Griechischen Folgendes. Denn ich habe sonst niemand, der mit so deckungsgleicher Seelenhaltung so reichlich für eure Anliegen sorgen wird. Er sagt ja niemand wie der Timotheus. Timotheus ist wohl der gewesen, der am ehesten einer Maria entsprochen hat, der am ehesten einer Hannah entsprochen hat,
der einer Esther entsprochen hat. Also Timotheus ist schon unser Musterbeispiel. Das heißt, wenn du jetzt wissen willst, wie das geht, dann musst du lesen, was sagt Paulus in den Lehrbriefen dem Timotheus. Das, was Paulus dem Timotheus in den Lehrbriefen sagt, das macht dich zu Maria, das macht dich zu Hanna, das macht dich zu Esther. Jetzt kommt ein ganz brutaler Satz, der betrifft leider die Martha, die Peninna und die Vashti, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Das ist der Geist der Endzeit. In der Endzeit hast du plötzlich Managementmethode der Amerikaner. Ich habe die vom Geschäft her gekannt, und ich war immer froh, wenn ich aus dem Geschäft raus war und den Dreck weg hatte. Und plötzlich kriege ich die in der Gemeinde Jesu. Ich muss sagen, Entschuldigung, wo sind wir gelandet? Verkaufsforderung nennt man das. Und ich habe ein wunderbares Erlebnis. Ein Mann, wegen dem er wo er war in der Abteilung, ich fast kündigen musste, die haben die Verkaufsforderung so auf die Spitze getrieben, dass sie sogar okkulte Methode anwendet. Und ich habe schon innerlich gekündigt gehabt, habe zum Herrn geschrien und dann hat Gott eingegriffen und hat diesen Mann, der hier im Kopf war, hinweggetan innerhalb ein paar, das ging so schnell, ich konnte gar nicht gucken, hat der Gott den hinweggefegt. Vor Jahren gehe ich in eine Versammlung, da sitzt ein Mann, ich gucke den an, ich habe einen Blick für sowas, sage, das ist ein Banker. Du hast gesehen, wie er geguckt hat, wie er sich gegeben hat, was er für einen Anzug anhatte, den Merkschäuf hat, der konnte es auch nicht ganz ablegen. Gell? Die laufen ja immer noch mit der Krawatte rum. Gell? Und habe ich ihn gefragt und dann sagt er zu mir, ja, ich habe bei meiner Firma gearbeitet. Und sage, echt? Da habe ich auch gearbeitet, 46 Jahre lang. Und dann sagt er, wo er gearbeitet hat, ich bin fast in Ohnmacht gefallen, es war genau die Abteilung, wegen der ich kündigen musste. Das hat er mir erzählt. Man hat den okkulten Mann hinweggetan und er hat sich radikal bekehrt. Und jetzt hatte ich plötzlich einen Bruder in Christus, aus dieser Teufelei heraus. Das war wunderbar. Wisst ihr, aber ich sage es nochmal, heute ist so, sie suchen alle das Ihre. Timotheus ist das Musterbeispiel, wie man der Herr Jesus sucht. Wisst ihr, jetzt müssen wir einfach kindlich denken. Wenn das so ist, was der Paulus hier sagt, dann musst du ja lesen, was sagt Paulus in den Timotheusbriefen seinem Lieblingsjünger Timotheus, wie er vorgehen soll. Und wenn du das liest, da hat's ganz einfache Dinge, steht es nicht auf dem Zettel, aber ich möchte es euch einfach einmal lesen, in 1. Timotheus 1, im 5. Vers, er sagt ihm ganz einfach was. Das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist die Summe aller Lehre, was Gott vom Gläubigen will. Wenn das stimmt, kommt das andere automatisch. Also wenn ihr wissen wollt, wie man Maria wird, wie man Hanna wird, wie man Esther wird, dann müsst ihr gucken, was ist beim Timotheus passiert. Ihr müsst nur gucken, was Paulus dem Timotheus schreibt. Wenn ihr das tut, werdet ihr automatisch geistliche Gläubige sein, die Herrlichkeit Jesu suchen. Das ist ja das Große. Und im Philipperbrief geht er weiter und sagt in 3,18 bis 20, denn viele wandeln, wie ich euch oft schon gesagt habe, jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Wir haben es gehört in der Einleitung von Benjamin, wir sind mit Christus gekreuzigt. Wenn das jemand nicht will, Entschuldigung, was ist ein Gekreuzigter? Tod. Wenn du tot bist, kannst du ehrsüchtig sein? Nö, bist ja tot. Kannst du fleischlich sein? Nö, bist ja tot. Kannst du eifersüchtig sein? Nö, bist ja tot. Kannst du eigene Ziele haben? Nö, du bist ja tot. Wisst ihr, wenn man mal so das Kreuz sieht, dass es mich ausschält und dass ich dann nur noch das suche, was droben ist, wie Paulus sagt, dann sieht es anders aus. Er sagt, sie sind letztendlich Feinde des Kreuzes Christi und wenn es auf die Spitze geht, sagt er, dann ist ihr Ende das Verderben. Ja, Gott ist der Bauch, sie suchen nur das Irdische. Unser Bürgerrecht aber, und da steht ein ganz interessantes Wort, Politeuma, da kommt unsere Politik her. Also unser ganzes Sein und Wesen ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Merkt ihr jetzt etwas? Was sagt er? Der Leib. Ich habe am Anfang gesagt, in der Auferstehung habe ich dann diese Probleme alle nicht mehr, da ist alles weg. Er sagt, auf das musst du warten. Und in der Zwischenzeit hast du bloß eine einzige
Möglichkeit, du musst eine Maria sein, geistlich. Du musst eine Hanna sein, geistlich. Zu Füßen Jesu liegen, das Herz auszuschütten vom Herr Jesus, alles von ihm zu erwarten. Du musst eine Hanna sein, die sich reinigen ließ und nur das tat, was Gott ihr gesagt hatte. Und wenn du jetzt ins Hohe Lied reingehst, das Hohe Lied ist ein Bild zwischen dem Bräutigam und seiner Braut, zwischen dem Herr Jesus und seiner Gemeinde, dem einzelnen Gläubigen. Er sagt in Vers 2, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Was ist der Mund Gottes, Wort Gottes? Ich erwarte, dass Wort Gottes bei mir wirkt. Wenn du geistlich bist, erwartest du, dass Wort Gottes wirkt. Wisst ihr, wenn ich zu euch kommen würde und würde jetzt hier vorgehen und erwarte, dass mit ein bisschen Bibel, wisst ihr, ich euch was sagen würde, dann wäre ich ein Narr. Ich erwarte, dass das passiert, dass er sein Wort wirklich lebendig macht und dass das passiert. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Es kommt alles von dem. Was sagt die Bibel? Ihm, der uns geliebt hat und uns gewaschen hat von unseren Sünden durch sein Blut, zu Königen und Priestern gemacht hat. Offenbarung 1, 5 und 6. Lieblich duften deine Salben, das Wirken des Heiligen Geistes. Dein Name, der Name Jesus, ist wie ein ausgegossenes Salböl. Darum lieben dich die Jungfrauen. Wisst ihr, in dem Moment, wie ich wieder geboren wurde, sind alle meine Sünden abgewaschen worden. Ich war eine Jungfrau, unberührt, geistlich. Und sagt, der dauernd in der Reinigung lebt, der liebt den Herrn Jesus. Wenn jemand sagt, ich liebe den Herrn Jesus nicht mehr, meine erste Liebe ist weg, dann musst du ihn fragen, bist du wirklich gereinigt? Lässt du dich reinigen durch Jesu Blut? Wenn das der Fall ist, dann kommt die erste Liebe zurück. Zieh mich dir nach, so laufen wir. Merkt ihr, was das heißt? Martha ist von allein gelaufen und hier sagt er, zieh mich dir nach, so laufen wir. Wenn du, Herr Jesus, ziehst, dann komme ich. Maria, als sie hörte, dass der Herr sie rief, kam sie. Das ist Abhängigkeit. Der König hat mich in seine Gemächer gebracht, in die Stellung in Christus. Ich bin jetzt in seinem Gemach, bei ihm. Wir wollen uns freuen und jauchzen, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Mit Recht haben sie dich lieb. Dann kommt die Liebe zum Herrn Jesus, die bricht hervor. Wenn du weitergehst, Kapitel 2, Vers 1. Ich bin eine Narzisse von Sarien, eine Lilie der Täler. Ein Gläubiger muss manchmal durchs Tal gehen. Das kannst du nicht verhindern, das gehört dazu. Wie eine Lilie unter den Dornen. Eine Lilie, wunderbare Blume, Donner, ein Zeichen des Fluches. Du bist inmitten dieser Welt. Du bist wirklich wie ein Schaf unter Wölfen. Das ist so. Ist normal. Die Bibel sagt der Geist, dass das jetzt letztendlich nicht so sein soll. Jetzt kommt Vers 3, die Haltung eines echten Gläubigen, der geistlich ist. Jemand, der Maria ist, jemand, der Hanna ist, jemand, der Vashti ist. In seinem Schatten saß ich so gern und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Bildlich gesprochen, liebt der eine ein Schnitzel, der andere ich ein Laugenwecker, der vierte Seiterwurst, der fünfte ein Filet. Aber hier sagt er, dem geistlichen Gaumen ist die Frucht Jesu süß. Galater 5, 22. Liebe, Freundlichkeit, Friede, Güte, Treue, Enthaltsamkeit. Ist das mir süß? Gefällt mir das? Und jetzt sagt die Bibel in 5 etwas, das können wir uns kaum fassen. Denn ich bin krank vor Liebe. Vers 16, mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Sie sagt, er ist eine Lilie, er weidet unter den Lilien. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Wenn wir Lilien sind, als Gläubige, die Gott dienen und er ist in unserer Mitte, dann ist er heute Abend hier. Ist euch das klar? Dann ist er in unserer Mitte. Und jetzt sagt sie, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Wichtigster Punkt bei unserem Thema, letztendlich, es muss klar sein, wie ist meine Haltung vor ihm. Bin ich wiedergeboren? Bin ich gerettet? Bin ich ein Gotteskind? Bin ich sein? Ist er mein? Wisst ihr, da kommen natürlich jetzt noch die ergefochtenen Gläubigen, die sich glasklar bekehrt haben, der Teufel macht sie verrückt, dann haben sie dauernd Zweifel an der Heilsgewissheit. Johannes 1, 12, so viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du das getan hast, ich habe es getan am 31.05.1974, dann stellst du dich im Glauben drauf und dann ist das vor Gott her absolut sicher. Dann wirst du auch nicht abfallen. Der Teufel bringt ganz viele Erfechtungen, auch Zweifel an der Heilsgewissheit, um uns zum Abfall zu bewegen.
ist brutal, wenn man das einmal erkannt hat, wie der Teufel hier dreckig arbeitet, um uns kaputt zu machen. Kapitel 4, Vers 11, hier haben wir ein ganz wunderbares Ding. Er redet hier wieder von der Gemeinde in Bildern. Der Duft deiner Kleider, wisst ihr, was Kleider heißt? Sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Das ist der ganz entscheidende Punkt zwischen Jesus und mir. Er liebt es, wenn meine Kleider weiß sind, wenn ich gewaschen bin in Jesu Blut. Vers 12. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Sie ist abgesondert. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Sie nimmt nicht die Mittel dieser Welt, sondern sie sondert sich von ihnen ab. Manchmal schwer, aber das muss man einfach konsequent machen. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Es gibt einen Intimbereich, der nur zwischen mir und dem Herrn Jesus sich abspielt. Da geht niemand was an. Da läuft auch das ab, was mein geistliches Leben bewegt. Was man da noch draußen sieht, ist nur die Folge von dem, was zwischen mir und dem Herrn Jesus geschehen ist. Das ist hier. Er sagt 15, ein Brunnen lebendigen Wassers, der ist in mir, sobald ich zum Herrn Jesus das Richtige empfinde, die richtige Herzensstellung habe. 5, ich komme in meinen Garten. Wem gehört der Garten? Wem gehört die Gemeinde? Dem Herrn Jesus. Meine Schwester, meine Braut. Ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam. Ich esse meine Wabe samt meinem Honig. Ich trinke meinen Wein samt meiner Milch. Merkt ihr was? Wem gehört alles in der Gemeinde? Ihm. Mir gehört gar nichts. Wir können dankbar sein, dass wir Bibeln haben. Wir können dankbar sein, dass wir das Wort Gottes haben. Wir können dankbar sein, dass wir Versammlungssäle haben. Wir können dankbar sein, dass wir Stühle haben. Das ist alles die Gnade, die uns der Herr gibt. Aber gehören tut uns erstmal gar nichts. Wir sind vollkommen abhängig. Wenn wir weitergehen, Kapitel 8, Vers 6. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinem Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist eine Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Wenn du lernst, wie Maria zu Füßen Jesu zu liegen, wenn du lernst, wie Hannah dein Herz vor Herrn Jesus auszuschütten, wenn du lernst, wie eine Esther, dich reinigen zu lassen und nur das zu wollen, was der Herr will, und immer auf ihn wartest und vor seinem Angesicht wirklich stehst, dann sagt die Bibel, dann bist du wie ein Siegel auf seinem Herzen. Dann liegst du im Herzen Jesu. Vers 10b. Wie eine, die Frieden gefunden hat, dann kommt das Herz zur Ruhe, dann ist Friede ohne Ende. Die du in den Gärten wohnst, wenn man in Christus wohnt, in dieser Stellung bleibt, im richtigen Verhältnis zum Herrn Jesus steht, die Gefährten lauschen deiner Stimme. Dann hast du etwas zu sagen geistlich. Dann werden die Menschen zuhören. Wisst ihr, ich habe ein Erlebnis, ich komme jetzt auch langsam zum Schluss, da war ein Kollege, da war ein Italiener, ein junger Mann, ein pfiffiger Bursche. Und ich habe gar nicht geglaubt, dass ich ein Zeugnis sei. Es war ja ein harter Kampf auf der Bank. Eines Tages kommt er zu mir nach dem Feierabend, setzt sich an meinen Schreibtisch und sagt, darf ich Sie was fragen? Sage ich, ja, was haben Sie für einen Glauben? Und der Mann bekehrt sich. Brutal. Nicht an dem Abend, aber hat sich dann bekehrt. Wisst ihr, und wenn wir diese Haltung haben, dann werden die Leute unsere Stimme hören. Da brauchen wir keinen Rhetorikkurs. Sobald ich am Herzen Jesu liege, höre dich die Leute, weil sie sehen, dass es echt ist. Ob das in der Versammlung die Verkündigung ist, ob das in der Evangelisation ist, ob das auf der Straße ist, ob das im persönlichen Zeugnis ist, spielt keine Rolle. Wisst ihr, Gott hat Wege, die können wir uns gar nicht vorstellen. Da passieren Dinge. Ich habe im Urlaub einen ganz komischen Unfall gehabt und war ganz seltsam alles, habe mich frustriert ohne Ende. Und dann habe ich keinen Abschleppwagen gekriegt, ich musste was richten lassen. Und plötzlich, durch 57 Umwege, schickt mir ein Mann, der war ein Verrückter. Das Erste, was er gesagt hat, sagt, ich bin ein Philosoph. Ob er mir, bevor er mich abschleppt, sein neuestes Gedicht vortragen kann. Er hat gesagt, okay, ich habe ja nicht gewusst, was da losgeht. Er hat nicht mehr aufgehört. Und als er dann fertig war, plötzlich war es in mir klar, jetzt bist du dran. Dann habe ich gesagt, wenn Sie schon ein Philosoph sind, dann können Sie ja meine Sache auch lesen. Ich habe angefangen, die Bibel rauszuholen, und dann habe ich das ganze Sache gegeben. Das ist was passiert, werde ich nie vergessen. Der Mann wurde gierig. Ich will das. Ich habe den Eindruck gehabt, wie wenn der nur darauf gewartet hätte, dass ihm jemand das Wort Gottes gibt.
Und ich habe mir hinterher überlegt, habe gesagt, habe ich den Unfall haben müssen, nur weil der Mann, den hätte ich nie in meinem Leben getroffen, dass der Mann mich abschleppen muss. Die Abschleppung war, also ich sage es mal, primitiv ohne Ende. Aber er kam und dann am Schluss hat er gesagt, oh, meine Frau ist genauso gierig nach dem Sach wie ich. Ich habe den mit so einem Bergmaterial heimgeschickt. Ich bin überzeugt, es war der Weg Gottes, wisst ihr. Das ist das, dann hört man deine Stimme, wenn du vor meinem Gesicht Jesu bleibst. Schluss, Offenbarung 3, 7 bis 13. Entweder bin ich Laodicea, das ist das Laue, was der Herr Jesus ausspuckt. Das ist leider die Martha, das ist leider die Peninna, das ist leider die Vashti. Oder ich bin Laodicea. Und Laodicea ist die Maria, die Hanna und die Esther. Und jetzt guckt, was ist die Quintessenz. Das ist so einfach, Offenbarung 3, 8 und 10. Man fragt sich auch, was muss ich tun als wirklich geistlicher Mensch, der am Herr Jesus dienen will, der zwar seine Schwäche hat, aber im Prinzip will ich ihm dienen. Was muss ich tun, um die Endzeit zu überleben? So was für einfach. Der Jesus sagt, ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das heißt, er geht voll nach dem Wort Gottes, er glaubt nur, was im Wort Gottes steht, da geht er danach, das ist der erste Grund, warum er überlebt. 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Man bleibt vom Angesicht Jesu stehen, wie Maria, wie Hanna, schützt Zart aus, oder wie eine Esther, werde auch ich dich bewahren, heraus aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Geschwister, es ist so einfach. Gehe ich den Weg einer Maria, ich bleibe zu Füßen Jesu. Ich schäme mich meiner Schwachheit nicht. Wisst ihr, ich könnte euch jetzt 2 Stunden lang nur erzählen, was ich für Schwachheiten hätte. Aber ihr könnt es viel einfacher haben. Ihr fragt meine Frau, dann kriegt ihr 3 Stunden serviert. Das ist einfach normal. Das ist normal. Die anderen kennen uns. Und ein Kollege sagte mal zu mir, bist du besser wie ich? Sag ich, nein. Ich bin vielleicht schlechter wie du, aber ich habe Vergebung. Ich hab die Erlösung. Das ist der entscheidende Punkt. Wisst ihr, und ich sage es mal ganz vorsichtig, ich kann mich meiner Schwäche letztendlich schämen brauche ich nicht, sondern ich muss mit meiner Schwäche zu meinem Jesus gehen. Und dann sagt die Bibel, wenn du das Wort Gottes bewahrst und vor meinem Angesicht stehen bleibst, ausharrst vor meinem Angesicht, dauernd erwartest, dass er dich reinigt, dann sagt er, dann werde ich dich bewahren aus dieser Stunde der Versuchung heraus, dann holt er mich hier raus. Keiner wird untergehen, der so eine Haltung zu meinem Jesus hat. Nie wird der Martha überleben in der Endzeit. Nie wird eine Peninna überleben. Nie wird eine Vashti überleben. Aber eine Maria wird immer überleben. Und eine Hanna überlebt. Und eine Esther überlebt. Wenn ich ein geistlicher Gläubiger bin, der Herr Jesus braucht, wirklich, und es hängt nur zwischen mir und dem Herr Jesus ab, zwischen der Stellung meines Herzens zu ihm, dass ich ihn dringend brauche und alles von ihm erwarte. Wenn das der Fall ist, verheißt die Bibel und Gott kann nicht lügen, dann werde ich nicht untergehen. Schau, der Grund, warum ich keine Angst habe vor der Endzeit. Ich habe keine Angst. Ich bin schwach. Ich bin viel schwächer, wie ihr denkt. Aber ich habe was festgestellt. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von meiner Sünde. Ich kann sagen, wie ein Paulus, es ist, was da hinten ist, völlig vergessen. Ich kann mich ausstrecken nach dem, was vor mir ist. Ich kann aufstehen und vorwärts gehen und dem Herrn dienen. Und ich darf auch nicht auf mich sehen, sondern die Bibel sagt, blicke weg, Hebräer 12, der erste 3 Verse, blick weg vor euch, blickt hin auf ihn. Und nochmal als Quintessenz, neutestamentlich übersetzt für die neutestamentliche Gemeinde, war die Maria jemand, der vom Angesicht Jesu war, zu seinen Füßen lag, war die Hanna jemand, die ihr Herz vom Herrn Jesus ausgeschüttet hat, war letztendlich die Esther jemand, der wirklich dem Wirken des Heiligen Geistes, was der Jesus durchs Wort Gottes gesagt hat, nur das wollte. Sie wollte den Wille Gottes tun. Und alle 3 Frauen sind ein Bild für das, was im Neuen Bund Timotheus darstellt. Überlegt einmal, Silas, Lukas, alle die ganzen Mitarbeiter. Er sagt, nur einer, der wirklich geistlich ist, Timotheus. Brutal, oder?
Wisst ihr, jetzt kommt für uns was ganz Einfaches. Ich muss nur eine Entscheidung fällen. Ich hoffe, dass jeder in unserer Mitte die Grundentscheidung gefällt hat, dass er das Opfer Jesu angenommen hat, weil sonst geht er verloren auf ewig. Aber jeder von uns, der das Opfer Jesu angenommen hat, gehört zu diesem Palast, gehört zum Haus Gottes, gehört zu dem Garten, gehört zum Leib Christi, ist hineingetauft in diese Gemeinde und hat alles, was der Jesus gibt, hat die ganze Fürsorge, hat alles. Aber ich muss jetzt eine Entscheidung fällen. Will ich das Geistliche, oder will ich das Fleischliche? Wenn ich das Geistliche will, dann werde ich überleben. Wenn ich das Fleischliche will, gehe ich unter. Was das heißt letztendlich, der eine wird gerettet wie durch Feuer hindurch, der andere fällt vielleicht ganz ab, alles möglich. Also ich muss das einfach ganz, ganz nüchtern sachlich sagen. Aber eines ist ganz wichtig. Jetzt könnte jemand sagen, ja, ich bin so schwach, ich kann das alles nicht. 2. Korinther 4, 13 sagt, wir haben den Geist des Glaubens. Mit der Wiedergeburt habe ich den Geist des Glaubens bekommen. Ich kann das alles, kindlich einfältig, wegen vollkommener Opfer Jesu. Ich brauche mich nicht mal anstrengen. Es geht. Aber ich muss eine Entscheidung fällen. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich selber kann entscheiden, ob ich eine Maria bin oder eine Martha. Und die Entscheidung, die kann für mich persönlich nur jemand fällen. Wisst ihr wer? Ich selber. Ich kann die Entscheidung für euch nicht fällen, ihr müsst ihr selber fällen. Und von dem wird alles abhängen, wie ihr die Endzeit durchlebt. Von dem wird alles abhängen, ob der Herr Jesus euch im Dienst gebrauchen kann. Von dem wird alles abhängen. Und ihr braucht euch nicht eure Schwachheit zu schämen. Geht zu den Füßen Jesu, schüttet euer Herz aus, wie eine Hanna es getan hat. Lasst euch reinigen durch Jesu Blut und ihr könnt sofort wieder in Vollmacht dem Herrn Jesus dienen. Ohne Frage. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an und durch dich, der Vater im Himmel, dass du im Wort Gottes uns diese wunderbaren Schattenbilder, diese Hinweise auf die Gemeinde, diese Hinweise auf geistliche Gläubige, auf fleischliche Gläubige gegeben hast, dass wir begreifen können, dass wir auch begreifen können, was Paulus meint, wenn er den Timotheus so anspricht und sagt, er ist letztendlich der Einzige, der diese Herzensgesinnung hat. Und das gibt uns einfach Gnade, wegzublicken von uns, hinzublicken auf dich. Lass uns 100% aufs Wort Gottes uns verlassen, uns draufstellen und lass uns auch letztendlich vor deinem Angesicht bleiben, nicht weiche kein Millimeter in aller Schwachheit, dass du uns dauernd reinigen kannst mit diesen Reinigungssalben, dass du uns dauernd in diesem Garten bewässern kannst mit Strömen lebendigen Wassers, dass wir wahre Werkzeuge sind. Und ich bete dich dafür an, dass du uns versprichst, dass du uns dann aus dieser Verführung der Endzeit herausholen wirst, dass wir überleben werden. Aber nicht auf uns, sondern nur allein aufgrund deines vollkommenen Opfers. Wir beten dich dafür an. Amen.